Schellkontos. Ja, hallo? Die wir aus der Geheimeinrichtung geborgen haben, einen Satz von Koordinaten gewinnen. Und es scheint sich hierbei um eine weitere, unidentifizierte Einrichtung zu handeln. Es gibt einige Theorien, was uns dort vielleicht erwarten wird, aber ich werde mich erst äußern, wenn ich es selber gesehen habe. Okay, ja, eigentlich wollte ich gerade sagen, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von XCOM 2. Aber dann fing er an, hier rein zu quatschen. Mir fällt gerade auch auf, ich müsste eigentlich einen Techniker frei haben. 1, 2, 3, 4 und 5 Techniker haben wir. Bedeutet, wenn wir jetzt in die Kommunikationszentrale einen Techniker reinsetzen... Wir hatten das ja schon mal verbessert, ne? Ja, genau, um 1 verbessert. Wenn wir jetzt aber hier einen Ingenieur noch reinsetzen, müsste eigentlich... plus 2 geben, genau. Da sind wir nämlich schon auf 7. Problem ist nur im Augenblick, dass wir im Augenblick ja eigentlich das gar nicht brauchen, oder? Wir hatten jetzt hier den Einsatz. Aber was ist das jetzt? Nicht jetzt Informationen. Ach, ich will doch eigentlich gerne das hier noch 2 Tage lang fertig machen dann. Und geheime Einrichtung. Und dahin müssen wir auch noch. Da müssen wir diese beiden Kontakte herstellen. Aber vorher nehmen wir gerade den Techniker hier nochmal raus. Weil dann brauchen wir den ja im Augenblick nicht. Entfernen. Dann machen wir den Techniker vielleicht mal hier unten mit rein. Weil hier war ja mit der... dass es dann irgendwie Energie gibt und was nicht alles. 50% erhöht, ja, von mir aus. Wir könnten aber auch den Testbereich... ach, egal. So. Nein, das war ein Minus-Dings zu weit. Dahin wollte ich. Ja, ich will mich ja nicht loben, aber ich finde, der letzte Einsatz hat einigermaßen gut geklappt. Bis auf das eine Mal neue Laden, aber gut. So. Und bring einen Maulwurf beim Widerstand unter und reduzieren die Zeit bis zum Vergeltungsschlag um 2 Wochen. Wenn die Menschen, die man beschützen will und deren Schutz mein Vater gestorben ist, sich gegen einen wenden. Ja gut, ist halt so. Gab's schon immer. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. 47 Forschung, Informationen bekommen, ja, ist super. Weiter. Ja, annehmen, ich weiß. Sofort verfügbar, was? Sofort, ja, dann machen wir das doch, wenn es sofort... Central Officer Bradford persönlich bestätigte Aussagen, dass die massive Fronteinheit, die wir als Muton kennen, einst sogar noch größer war als das Exemplar, das heute vor mir liegt. Die Kreatur ist ungewöhnlich warm für eine Leiche. Und ich muss zugeben, dass mich dies ziemlich beunruhigt. Okay. Die Aliens machen eine klare Ansage, indem sie diese gewaltigen Kreaturen als Fronteinheiten im Kampf einsetzen. Sie haben sicher nicht damit gerechnet, dass sich ihnen noch jemand widersetzt, der einmal einen Muton gesehen hat. Gerne von den... zu haben Eindruck gefehlt, sondern darauf werden aus dem Motor ein perfekt angefahren Frontkörper. Stammesgesellschaft oder einst Angehörte. Ja, hört sich doch schon mal super an. Oh. Das hört sich doch schon mal gut an. Plasmagranate. Bin ich auch dafür. Neue Forschung. Und den hier. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten, die von unseren Soldaten als gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen. Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Aliens sich solch ein Wesen ausdenken. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen?
Oder sind sie lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gentechnologie? Mist, bis zu 3 Meter. Ich lese das jetzt nicht alles durch, aber ist auf jeden Fall böse. Also ich mach gleich weiter, wenn nicht, mach gerade mal Pause. Okay. Imitations... ja, Trappe, die... Welche Angriffe für eine Runde auf sich lenkt. Granate eingesetzt und... zur Stelle gebraucht, an der die Attrappe erscheinen soll. Aber das kann auch nett sein. So, wir hätten jetzt diese tolle Sturmkanone, Strahlenkanone, Plasma, Lanze, Servorüstung. Ganz ehrlich, die Servorüstung finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Dauert aber 15 Tage. Plasma, Lanze. Wenn wir ein Plasma gebaut haben, hindert uns Konzept zu expandieren. Es gibt einige Probleme. Die Plasma-Lanze ist eine Fernkampfwaffe? Hä? Acht Tage, 7 Tage, 4 Tage. Ach, wir machen jetzt von oben nach unten durch. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Wirklich? Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Nein, das war's nicht. Dahin wollte ich. Neue Befehle, Commander. Gegenstände herstellen. Naja, mit 66 Dingens ist es fast unmöglich. So ein Imitationsgerät, eine Supergefechtsblendgranate, Medkit. 2-mal. Was haben wir hier an Waffen? Eine Magnetpistole könnten wir herstellen. Wollten wir nicht eigentlich eine Strahlenpistole herstellen? Das hätte uns in dem letzten Abenteuer hätte das sehr genutzt. Ja gut, das Nanoschuppenweste. 30 Vorräte, da sind die Vorräte für zu schade. Ich mache langsam schade. Aber sicher Fortschritte, um unsere Ausrüstung mit der Alien-Technologie des Schiffs zu verbinden. Die meisten Primärsysteme bestehen jetzt aus einer Kombination aus unserer und ihrer Technologie. Ich hoffe, dass wir das Beste beider Welten benutzen können, um etwas völlig Neues zu schaffen, womit die Aliens nicht rechnen. Ja, das hoffe ich auch. Ja, einen Tag noch. Irgendwie waren. Das ist ein Rekrut, Colin Scott. Oh, mehrere Rekruten, oder? Okay. Ja, kann nie genug haben. So, halt, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Ich würde ja am liebsten hier schon wieder die Lyriumkristalle und Informationen und so einsammeln. Aber ich will jetzt auch hier... Wann kriegen wir die Vorratslieferung? In 3 Tagen. Also Kontakt herstellen. Kontakt herstellen. 30 Informationen, die haben wir. Wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Nerv nicht. Ach, 5 Tage. Na super. Also hat das mit der Vorratslieferung sowieso jetzt keinen Schock mehr. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Was glaubst du, dass ich so alles hoffe? Ja, natürlich aufdecken. Ich will's doch wissen. Na gut. Jetzt hat er die da oben abgelegt. Jetzt erstmal das hier fertig machen. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Sturmkanone zur Fertigung verfügbar. Okay, weiter. Sturmkanone kann gebaut werden, danke schön. Strahlenkanone. Mach. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Ja, super. Ach, die Munition ist gleich fertig. Das war jetzt blöd.
rechte Maustaste war nicht das, was ich machen wollte. Testbereich. So. Projekt wählen. Also, Schädelstecker. Plasmagranate. Experimentelle Munition. Hätte ich ehrlich gesagt am liebsten gerade nochmal. Das wäre natürlich auch gut. Der Spinnenanzug. Also auf jeden Fall. Exo. Servotypen. Vor allem können wir Halterung für Schwärme machen direkt. So stark defensiv sowie offensiv. Zwei Advent-Soldaten, einen Delirium können, 5 Legionen, 7 Tage. Ach komm. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. Waffenkammer? Nein, Technikabteilung. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gegenstand herstellen, Munition. Wo ist er? Waffen. Ich hab's jetzt echt nicht gelesen. Das ist echt ärgerlich. Also ich muss jetzt praktisch in meine eigene Aufnahme gehen und muss nochmal zurückspulen und muss gucken, was da jetzt an Munition gerade war. Oder kann ich die forschen? Unsere Forschungen schreiten wie geplant voran, Commander. Ich arbeite immer noch an der aktuellen Forschung, Commander. Auf Archiv zugreifen, das müsste doch die letzte... Nee. Ach. Dann halt nicht. Also irgendwo kann man das bestimmt nachlesen. Die in der aus der Advent-Geheimeinrichtung geborgenen genetischen Proben... Jetzt habe ich ihn abgebrochen. Egal. So. Hello, my friends. Und deutlich. Okay. Neue regionale Kontakte gefunden. Ja, ich weiß. Also holen wir die erstmal noch ab. Berechnet neuen Kurs. Zumindest wenn jetzt nochmal ein Punkt mehr wird, können wir dann gleich da drüben das Ding ins kaputt machen. Wir sollten jetzt auch hier Alex bei Munition, Granatenwaffentest werden. Umgehend abgeschlossen. Das wäre ja natürlich eine interessante Sache. Vorräte sind abgeholt. So. Es würde mich ja wirklich mal interessieren, komm, wir fliegen halt mal hin. Willkommen, Commander. Ein Wissenschaftler oder ein Ingenieur. Ein weiterer Ingenieur wäre halt richtig cool, aber die Vorräte sind sowieso schon so knapp. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen ins Schiff und nehmen hier einen raus. Die April entfernen wir. 1 zu viel. Schattenkammer, da wollen wir hin. Ein Kommunikations-TP. Und 2 erhöht, sehr schön. Wir könnten gleich 2 einsetzen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Fällt mir gerade auf, da wo ich die Schattenkammer hingebaut habe, da wollte ich doch eigentlich ein Dingens hinsetzen, auch egal. Ja genau, das möchte ich für 60. Kontakt herstellen. Setze Kurs auf die Westeuropäische. Hat jetzt ein bisschen Informationen gekostet, aber gut, damit komme ich klar. Wir können dann da vielleicht ein Relais hinsetzen oder da und dann passt das. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Mhm. Raum ansehen. Gut.
Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich die Schattenkammer gerade nicht brauche, ob ich die Schattenkammer tatsächlich gerade mal wegmache. Wie war denn das? Wie kriege ich das? Nee, so kriege ich es nicht. Ich war doch letztens irgendwie in den Modus gekommen, dass ich die Schattenkammer wegmachen konnte. Da hatte ich doch hier dann so ein X. Wie funktioniert denn das nochmal? Oh Mann. Die Aliens waren schon immer Monster. Von Anfang an war es ein gescheitertes Experiment. Auch wenn sie es mit den Advent-Truppen verschleiern wollen, sind sie unter der Rüstung nicht anders. Jetzt. Und jetzt finden wir eine ganze Einrichtung, die sich mit unserer Vernichtung beschäftigt. So. Und nicht nur das. Sie verwandeln uns in eine Art Konzentrat, das sie für wer weiß was benutzen. Wir hätten wissen sollen, dass die Ältesten zurückkehren würden. Sie waren nie fort. Eine Werkstatt will ich hier bauen. Ingenieure können in Werkstätten eingesetzt werden, um einzigartige Kremlin-Drohnen zu bauen, die einen angrenzenden Raum oder eine angrenzende Einrichtung besetzen können. Das hört sich doch schon mal gut an. Bei der Werkstatt eingeleitet. So, ja, genau. Dann ist es in 10 Tagen fertig. Das hört sich doch gut an. So. Weiter. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Strahlung ist gerade erpicht drauf, die Grenzen dieser Plasma. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. So, hier wird Ressourcen nicht angezeigt, weil wir hier andere Sachen brauchen. Die Servorüstung. Die Plasmalanze, irgendwie guckt die mir böse. Wir nehmen die Servorüstung. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Hey, Commander. Hey. Ho. Gegenstände herstellen. Waffentechnisch. Fortschrittlicher Granatwerfer. Finde ich halt irgendwo eine gute Sache. Oder was haben wir an Rüstungen? Nix. Plasmagewehr braucht noch mehr. Strahlenkanone auch. Ja, dann warten wir doch aufs Plasmagewehr und auf die Strahlenkanone. In 5 Tagen ist es freigeräumt. Jetzt habe ich es wieder abgeschnitten. Exo-Anzug, schwere Rüstung kombiniert. Einmal dem Inventar zugefügt, Exogenet. Schwere Rüstung kombiniert, verstärkte Advent-Panzerung mit einem Servo-Exoskelett und hat überragenden Schutz und Schaden sowie eine am Handgelenk montierte Raketenwerfer. Durch weitergehende Forschung können wir zusätzlich schwere Waffenoptionen für diesen annehmen. Experimentelle schwere Waffen. Okay, aber wir müssen jetzt mal zurück, weil wir müssen jetzt, glaube ich, mal in die Dings, in den Testbereich. Vielleicht sollte ich einen zweiten Testbereich bauen. Wenn Sie einen Schädelstecker brauchen, können wir jederzeit einen bauen. Wenn wir was brauchen? Ich glaube, ich habe es nicht gehört. Spinnenanzug. Schwere Waffen. Ein Illyriumkern. Kerne haben wir nur noch 5. Ich hätte gerne nochmal die Munition. Auch wenn da immer ein Kern dabei drauf geht. Da geht sogar noch mehr drauf. So ein Spinnenanzug wäre natürlich auch cool. So, also wir machen jetzt die Munition nochmal. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Okay, jetzt möchte ich aber auch erstmal gucken. Siehst, wir hätten einen neuen Anzug. Das war so ein Exo-Anzug, hatten wir gesagt. Also möchte ich bitte, dass der Eid, weil der heißt ja Grenadier, Ausrüstung. Du hast eine Predator-Rüstung an. Da kriegst du +5 und +1 ausweichen.
kriegst du nur plus 4. Ja, dann kriegst du doch mal das Teil hier. Der Exo-Anzug verleiht unseren Soldaten die Kraft, mit schweren Waffen umzugehen. Sowie unvergleichliche Belastbarkeit. Ich glaube, der Raketenwerfer gefällt ihm. Oh ja. Raketenwerfer, schwere Waffen. Und zweimal Granate. Schaden, Reichweite, Radius. Ja, ich finde, das passt irgendwie auch zu meinem Halt hier, zum schweren Kampfkoloss. Frage wäre jetzt, kann ich diese Rüstung eigentlich mehrfach herstellen? Nochmal Technikabteilung. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Rüstung, kann ich jetzt die Exo? Nee, kann ich nicht. Wie kriege ich denn noch so eine Rüstung? Konnte ich die in der Testbereich nochmal machen? Oder gibt es von denen halt nur eine Rüstung? Punkt. Ist halt sowas Besonderes. Exo-Anzug könnte man nochmal machen, brauchen wir aber zwei Soldaten, einen Kern. Weil ich hätte die schon gern noch ein bisschen häufiger. Wobei es gibt bestimmt später noch bessere Rüstungen, so ist es nicht. Kann es sein, Moment, dass wir bessere Munition vielleicht schon mal bekommen haben? Guck mal dann. Jetzt erstmal hier. Okay. Neue regionale Kontakte gefunden. Okay. So, wir kriegen diesmal gar nicht angezeigt, von wegen, ja, wir sind ja hier jetzt alle Freunde. Uff, ach, ich habe zurückfliegen gemacht, oder? So. Okay, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Unheilvolles Leuchten gibt Informationen. Das andere hier nebendran ist leider weggegangen. So, flieg bitte dahin. Nebendran war ja was mit Energie. Mexiko. So, dann mach erstmal das hier. Toll finde ich, dass das Avatar... Ach nee. Guerilla-Einsatz. Also wir kriegen hier einen Wissenschaftler, ist schwer und die Vipern-Geschosse werden nicht ausgerüstet. Hier kriegen wir 110 Informationen. Es ist Mittel- und Alien-Infiltrator platziert. Versteckte Gesichtslose in jedem Einsatz. Ja, und hier kriegen wir Vorräte. Vierte Verstärkung bei allen Guerilla ein. Das finde ich eigentlich sogar eher gut. Ich meine, natürlich werde ich mich wieder drüber aufregen, aber eigentlich mehr Gegner bedeutet mehr Aufsteigen. Also werden wir wahrscheinlich das mit den Informationen nehmen. Weil Wissenschaftler will ich jetzt nicht. Ich denke, wir werden tatsächlich hier den mittleren. Das andere ist ja auch mittel, schwer, super schwer. Ja, wir nehmen den leichten Auftrag, bestätigen. 110 Informationen, 111 Informationen. Ist ja auch nicht schlecht, weil wir ja uns eigentlich auch weiter ausbreiten wollen. Das ist mir auch zu nah an meiner Basis. Es geht so nicht. Oh ja, der sieht schon böse aus in seiner... Und die Kelly ist auch wieder mit von der Partie, wenn so ein bisschen geknickt ist. So, was ich noch gucken wollte... Haben wir eventuell Munition? Ja, natürlich. Drachengeschoss. Diese Geschosse richten zusätzlich Schaden an und haben eine Chance, Ziele in Brand zu setzen. Du nimmst es einfach mal mit, weil du hast ja den Slot noch frei. Ich meine, warum nicht? Und Big Shoot... Beziehungsweise eigentlich hätte er hier... Egal. Ah, ich glaube, bei Dragon war jetzt aber ein Slot besetzt. Der hat jetzt nur noch eine Granate dabei. Sky Ranger eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Aber dafür ein Raketenwerfer. So, mal gucken. Ja, wird auch gleich wieder Zeit. Die Erklärung hat herausgefunden, dass Advent-Truppen ein ungeschütztes Datenarchiv in einer ihrer Einrichtungen in diesem Gebiet aufbewahren. Es enthält scheinbar wichtige Daten zum aktuellen Alien-Einsatz. Also werden wir es uns gewaltsam holen. Schalten Sie alle Feinde aus, sichern Sie das Gebiet und holen Sie uns diese Daten. Mach mal.
So, was wollte ich denn sagen? Ja, ist jetzt auch gleich schon wieder Zeit, die Aufnahme zu beenden. Also machen wir praktisch dann in der nächsten Aufnahme weiter, wo wir jetzt hier aufhören, nämlich mitten im Kampfeinsatz. Ich bin echt mal auf den Raketenwerfer gespannt. So, wir springen noch runter. Sehr schön. Alle getarnt. Menace 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. So gut, also dann bis zur nächsten Runde. Tschüss, bis dann, euer Eier.